Herzlich willkommen zum neuen Interview. Heute frisch aus der Schweiz angereist, aus St. Moritz, die Patricia. Patricia ist schon seit gut 2 Jahren Kundin bei uns. Und heute habe ich sie endlich hier und wir sprechen heute über das Thema Personal Branding, ja, Persönlichkeit, authentisch auftreten vor Kamera, sein Business auch authentisch und nachhaltig aufbauen. Und liebe Patricia, stell dir doch mal kurz selbst vor, wer bist du und was machst du eigentlich? Ja, lieber Tom, ich bin Business- und Mindset-Coach und kümmere mich hauptsächlich um Ladies, die ihr Business aus ihrem eigenen Seinszustand heraus aufbauen wollen. Das heißt, es geht darum, dass ich mir erstmal überlege, wer bin ich denn wirklich und wie will ich mich repräsentieren, als wer will ich in dieser Welt auftreten, was möchte ich verkörpern und sich dann mit dem, was sie wirklich bewegt, ihrem Anliegen im Sinne von Business, oder? Business auf Englisch heißt My Business ist mein Anliegen und es ist nicht mein Versorger, sondern mein Anliegen ist das, was ich in die Welt rausbringen will. Und wenn ich das alles wunderschön auf mich abstimme, auf mein Divine Design, auf mein Soul Design, auf mein wahrhaftiges Sein, dann kann ich nichts anderes als erfolgreich sein. Bei der Frage, wer bin ich wirklich? Die meisten würden beginnen zu erzählen, ja, welchen Job sie machen, welchen Beruf sie machen, wie sie heißen, wie alt sie sind. Aber wenn man alles ablegt, ja, wenn man alles ablegt, wer ist man dann wirklich? Und da hilfst du den Leuten zu erkennen, wer sie wirklich sind, ihr wahres Potenzial quasi zu entfachen, um eben auch dann ihr eigenes, nennst du Soul Business, zu kreieren und auch natürlich ordentlich Geld zu verdienen. Ganz genau. Wer bin ich wirklich? Wir kennen es alle. Wir sind alle gleich, oder? Wir sind alle eins. Ja, wir sind alle eins als energetische Wesen. Wir sind alle eins, wenn wir unseren Körper, unsere Form ablegen, sind wir alle Energie. Nur was für eine Energie sind wir? Wir sind die Energie von dem, was wir glauben, von unseren Gedanken, von unseren Vorstellungen, von den Geschichten, denen wir uns erzählen. Das ist die Energie, die wir sind. Nur jetzt, hier in diesem Moment, kann ich entscheiden, wer ich bin. Und so gibt es jeden weiteren Moment in meinem Leben. Und was ich dazu hernehme, um mich zu definieren, auch das kann ich entscheiden. Und als das, wer ich bin und wer ich glaube, wer ich bin, trete ich auf. Dann siehst du mich als das, wer ich bin, alle anderen Menschen auch. Und ich muss dafür sorgen, dass ich eben das festlege, wer ich sein möchte, wo ich mich wohlfühle. Wie gehst dann du mit Menschen um, mit Beratern, Coaches, Unternehmern, die du ja siehst, ganz offensichtlich auf den sozialen Medien und du weißt einfach, das sind nicht sie, sondern die verkörpern irgendetwas, irgendein Ideal, die haben irgendein Narrativ, weil sie irgendwelche gewissen Idole verfolgen und die verkörpern diese Menschen und sprechen deren Sprache sogar und versuchen einfach krampfhaft etwas zu sein, was sie gar nicht sind. Und welchen Tipp kannst du solchen Unternehmern geben, damit sie endlich in ihre wahre Strahlkraft kommen, ihr wahres Potenzial entfalten können und endlich mal den richtigen Erfolg bekommen? Ich habe wirklich ein ganz, ganz klares auch Prinzip dahinter, aus eigener Erfahrung, und das gebe ich auch meinen Coaches und Mentees weiter. Coache und mentore nie ohne Auftrag. Das heißt, wenn mir das auffällt und ich aber keinen Auftrag habe für diese Person, spreche ich im Prinzip immer nur über Prinzipien. Weil das sind alle Prinzipien. Ich erkläre die Dinge und das mache ich übrigens auch auf meinem YouTube-Kanal, wie die Sachen zusammenhängen, wie das zusammenhängt, wer ich bin und wer ich versuche darzustellen oder wer ich wirklich von ganzem tiefsten Herzen bin. Und ja, mit diesen Menschen gehe ich um. Die einen, die mir noch keinen Auftrag gegeben haben, die kläre ich auf. Gratis, frei Franco über YouTube, meinen YouTube-Kanal, da kann sich jeder bedienen sozusagen. Und die zweite Gruppe, die mich dann kennt und sagt, wow, die Frau hat recht, wow, genau dieses Prinzip habe ich ja auch schon erkannt, aber ich weiß nicht, wie ich es umsetzen soll. Ich weiß nicht, wie ich mich quasi rausschälen soll aus diesen ganzen Konstrukten, die in meinem Kopf noch sind. Die buchen mich dann. Wenn du irgendwo Unsicherheiten hast, dann weißt du, dass du noch nicht verankert bist in einer Persönlichkeit, in der du dich wohlfühlst. Wieso hast du damals YouTube gewählt als die Plattform und dich nicht für andere soziale Medien entschieden? Wieso war das für dich YouTube
Also, bevor ich natürlich eure professionelle Unterstützung in Angriff genommen habe, weil ich gemerkt habe, na gut, ich weiß zu wenig, wie dieses Medium funktioniert. Ich bin damals, als ich angefangen habe, wirklich aus diesem Grund hingekommen, weil ich gewusst habe, wenn ich mich verstecke, mit irgendwo, wenn ich nicht ich sein kann, werde ich nicht mein Traumleben, nicht mein Glück, nicht meine Erfüllung leben können, weil ich immer irgendwo auf der Hut sein muss. Also war für mich klar, ich zeige mich auf Social Media und vor allem auf YouTube, weil dort kann jeder hin und ich weiß nicht wer. Und es sind alle, egal ob registriert oder nicht registriert, jeder sucht seine Informationen auf YouTube. Und deswegen war YouTube für mich eigentlich so das erste Ding, wenn du dich auf YouTube zeigen kannst, dann machst du mal den ersten großen Schritt. Dann gehst du raus in die große Welt und sagst, hier bin ich, I'm ready. Und das war für mich eigentlich so der Grund und warum ich auch meinen Coaches und allen, die Business machen wollen, immer wieder sage, wenn du ein Problem hast, dich auf YouTube zu zeigen, hast du ein Problem mit Business. Dann musst du noch an dir arbeiten, an deiner Personality. Dann musst du noch an dem arbeiten, was du über dich selber glaubst und was du darüber glaubst, was die anderen über dich glauben. Und es ist so zeitsparend. Und ich mache YouTube-Videos, wann ich möchte. Du kannst meine YouTube-Videos anschauen, wann du möchtest. Wir brauchen keinen Call, wir brauchen keine Vereinbarung, sondern wir können uns richtig genial kennenlernen, wann es dir in deinen zeitlichen Plan passt und wann es mir in meinen zeitlichen Plan passt. Dieses Wissen darüber, wie ich wirke als Mensch, das ist einfach, das ist das Grundlegende. Ich wirke jeden Moment, egal wo ich auftrete. Aber was wirkt? Meine Energie. Und was ist meine Energie? Riesengroßes Geheimnis, sagt dir niemand. Was du über dich, die Welt und andere Menschen denkst. Ich will zeigen, wie gut ich bin. Ich will zeigen, wie toll mein Business ist. Und der Hintergedanke ist, ich bin nicht gut genug. Aber das ist falsch. Das ist eine Lüge. Jeder Mensch ist von Geburt an absolut ausreichend. Jetzt hast du einen Tipp für Menschen, für Unternehmer, für Coaches, die einfach sich noch nicht trauen, vor die Kamera zu gehen. Der Tipp ist, genau andersrum, als was du machen würdest. Du würdest dir überlegen, was will ich sagen, was will ich rüberbringen. Klar ist es wichtig, aber zuerst, wer will ich sein? Wer bin ich in diesem Video? Und gleichzeitig mir auch zu überlegen, wen sehen die anderen? Weil das ist das größte Problem. Das überlege ich mir nie, wen sehen die anderen? Und das ist dieser größte Tipp, den ich habe. Geh immer davon aus, dass du perfekt, richtig und gewollt bist. Egal wo du bist, egal was du machst. Und wenn du das verkörperst, hast du Erfolg. Wie würdest du so unsere Partnerschaft ein bisschen beschreiben, die Zusammenarbeit zwischen dir, mir, der Firma Tom Zofko, Zofko Consulting GmbH? Gib mal so ein paar, drei, vier Worte. Wie war denn so die Zusammenarbeit mit uns? Es ist genau wie jede Zusammenarbeit mit mir immer ist, weil ich mich nämlich überhaupt nicht auf Zusammenarbeiten anderer Qualität einlasse. Und das ist Nummer eins, ist inspirierend. Nummer zwei ist Wachstum. Du bietest ja so, so viel Support an. Und ich habe mir natürlich immer nur die Rosinen rausgepickt. Das heißt, die 1:1 Coachings mit dir. Und die waren immer so on point. Die waren immer so ein Booster, richtig. Weil du eben auch die Gabe hast, einfach genau den Finger da reinzuhalten, wo es klemmt. Kann ich dir wirklich 100% zustimmen. Es ist nämlich nicht die Aufgabe eines Coaches, dir Honig um den Maul zu schmieren, dir zu sagen, wie gut, wie toll du bist und ja, es wird schon, ja, wir sind auf einem guten Weg. Nein, radikale Ehrlichkeit. Nur damit kann dein Kunde wachsen. Es geht um eine Transformation. Eine Transformation zu erlangen, da muss man durch Schmerz gehen. Es ist meine Aufgabe, deinen Schmerz zu erkennen, die Schmerzpunkte zu erkennen und sie auszulösen. Und deine Aufgabe als Coach ist es auch, diesen Schmerz anzunehmen, ihn zu erfahren. Weil erst dann kannst du auch wachsen, persönlich und auch im Business. Wenn ich aber weiß, was der Schmerz ist, wo der herkommt, der kommt nur durch der hintergelagerte Überzeugung, ich bin nicht gut genug. Aber wenn du mir quasi emotional diesen scheinbaren Schmerz zufügst, dann weiß ich, dass ich der Lüge aufgesessen bin, dass ich nicht gut genug bin.
Und wenn ich das verstehe, dann weiß ich, dass jeder Schmerz einfach nur ein Aufdecken von einer Persönlichkeitslüge ist, die zur Seite muss und wo ich dann sagen kann, wow, geil, das hat mit mir persönlich nichts zu tun, der Schmerz. Alles führt ja zum Thema Personal Branding. Ja. Und das ist so wichtiger denn je. In 2023 und vor allem nächstes Jahr, der Coaching-Agenturmarkt wird sich ja verdoppeln, verdreifachen. Es kommen ja tagtäglich neue Marktteilnehmer mit dem gleichen Angebot, die gleichen Werbetexte, die gleiche Webseite, ja, die gleichen Bilder, alles schön und professionell. Und du musst dich abheben. Du kannst nicht mehr wie vor 2-3 Jahren auf entspannt mit einem halbwegs guten Angebot Kunden gewinnen, quasi die kommen wie von selbst, sondern du musst jetzt wirklich langsam anfangen, in deine Persönlichkeit, in deine Personal Brand zu investieren, damit du einfach dich abhebst und das Vertrauen gewinnst zu deiner Zielgruppe. Diese Persönlichkeit, die du hast, die hast ja auch nur du. Das ist deine einige, einzigartige Persönlichkeit. Was war dein größter Deal, den du abgeschlossen hast über YouTube? Ich würde mal sagen, mein ganzer Umsatz, der in den letzten Jahren, ich rede eben nicht gerne über Zahlen, aber es sind sicher 7-stellige Zahlen an Umsatz. Und jede Person hat mich tatsächlich über YouTube gefunden. Das, was mich mit Freude und Glück erfüllt, ist es zu sehen, wie ich einfach Persönlichkeiten erschaffe und ihnen einfach die digitale Bühne gebe, dass sie einfach Menschen helfen, ihre Probleme, ihre Ängste, ihre Blockaden, Schwierigkeiten zu lösen, zu meistern. Und das ist das Schöne an der Arbeit, wirklich Menschenleben positiv, nachhaltig zu verändern, zu verbessern, zu transformieren. Ganz genau so ist es. Und das ist auch mein Antrieb. Und es geht ja nicht um YouTube. Es geht nicht ums Geld. Es geht nicht um irgendetwas anderes, außer um dich selber, um zu erkennen, dass du wichtig bist. Sonst wärst du nicht hier. Ja. Sonst wärst du nicht hier. Und diese Wichtigkeit für sich selber zu erkennen, ist nun mal das Number One. Und wenn ich starte für mein eigenes Business und nicht bereit bin, so großartig zu sein, wie ich mein Business haben möchte, werde ich halt in der Mitte aufgeben. Ich muss bereit sein, absolut außergewöhnlich zu sein. Wenn ich jetzt Interesse hätte, mit dir zusammenzuarbeiten, wo kann ich dich finden? Wo muss ich mich eintragen? Wo kann ich mehr Informationen mir holen? Außer YouTube natürlich. Am besten gehst du wirklich auf YouTube, weil da lernst du mich kennen. Und da habe ich auch wirklich nackte Videos. Und da sehe ich auch zum Teil auch nicht gut aus. Aber es kommt mir nicht in den Sinn, diese Videos runterzunehmen, weil das ich bin. Und du findest mich auf allen Social Medias. Meine Homepage ist mywellfeeling.com. Habe ich ganz, ganz früher diesen Firmennamen und die Homepage schon für mich gewählt, weil es letztendlich doch nur um das geht. Ja. Du möchtest dich wohlfühlen und es geht über dieses Gefühl, das du in dir rumträgst. Und deswegen habe ich ein neues englisches Wort erfunden für alle, die Englisch können. Ich weiß, das steht nicht, das gibt's nicht. Well-Feeling gibt's nicht. Das habe ich erfunden tatsächlich, weil es das ausdrückt, was eigentlich letztendlich das Ergebnis meiner Arbeit sein soll. Dein Well-Feeling, egal was du tust.